Freunde, Top 10 Virginia-Tabak. Viel zu lange her, dass wir da einen Teil gedreht haben. Normal soll das Ding ja alle 3 Monate kommen, bisschen Verzögerung, aber jetzt sind wir am Start. Zur Erinnerung, Virginia ist etwas hellerer Shisha-Tabak. Ich habe auch noch eine Top 10 zu Darkblend-Tabak, also stärkerer, dunklerer Tabak. Und es gibt auch noch eine Top 10 zu Pfeifen-Tabak, beziehungsweise auch noch Fuck Your Life und Co. Also alles, was nicht fertig zu euch nach Hause kommt. Heute machen wir aber Virginia-Tabak, das heißt heller, anfängerfreundlicher Tabak. Und da die Liste von den 10 Sorten, die ich am liebsten rauche. Kleiner Disclaimer, ich rauche nicht viel Virginia-Tabak, ich bin eigentlich fast nur noch auf Darkblend, aber ich habe trotzdem viel Virginia-Tabak getestet und kann trotzdem gut einschätzen, welcher für mich ein guter ist und welcher für mich nicht so guter ist. Beziehungsweise, welche für mich die 10 besten sind. Wir starten rein. Mein 10 liebster Virginia-Tabak ist einer, der schon sehr lange auf der Liste ist, und zwar der Kimatra von Loyal. Das ist ein Kiwi-Maracuja-Traube-Tabak. Kimatra kann man sich so immer ganz gut merken bei Loyal. Grundsolide Sorte, günstig zu haben und seit eh und je eine der solidesten Virginia-Flavor, die man immer mal mit daheim haben kann. Platz Nummer 9, ein Tabak, den vermutlich jeder in Deutschland kennt, aber vielleicht fast ein bisschen zu sehr in die Vergessenheit geraten ist, gerade in dieser Hardcore-Bubble, der O's African Queen. 18 verschiedene Früchte in einem Mix, meiner Meinung nach größtenteils eine dunkle Traube, und bei Traube, da bin ich dabei, und eine dunkle Traube bin ich auch dabei, und der O's African Queen ist einfach ein Staple, und da freuen sich auch immer alle Casual-Shisha-Raucher, wenn die mal vorbeikommen, weil den kennt eigentlich fast jeder. Platz Nummer 8 ist der eine OH und der schafft es nur auf die 8, also normal wäre der für mich persönlich noch ein bisschen höher, allerdings ist der OH eine Sorte, die ich nie pur rauchen würde. Das ist so ein Classic Mix Tabak für mich, und da das, glaube ich, für viele Leute interessanter ist, wenn wir die Liste so gestalten, dass da vor allem auch Flavor drin sind, die man auch easy peasy pur wegrauchen kann, ist es, glaube ich, schon besser, den OH nur in Anführungszeichen auf die 8 zu packen, aber um den einfach mal immer ein bisschen mit rein zu mixen, ist der einfach unglaublich geil, ist eine sehr leckere Guave, die den Guaven-Flavor für mich komplett zurückgebracht hat. Platz Nummer 7, eine kleine Überraschung, und zwar haben wir da den Hukain Laos in der Neuauflage von den 25 Gramm, jetzt meiner Meinung nach noch deutlich besser als er früher war, Blaubeere und Kirsche in Kombination, und Spoiler, den gibt es in ähnlich auch nochmal auf der Darkblend-Liste, aber auch als Virginia einfach saugeil, obwohl ich sonst Blaubeere gar nicht so viel rauche, in der Kombination mit der Kirsche noch zusammen, ist das einfach ein Brett und deswegen auch in meiner Top 10. Platz Nummer 6. Ein Tabak, wo ich immer noch unglaublich traurig / sauer bin, aber eher traurig, dass es ihn nicht als Darkblend gibt. Und zwar den SK Big Bagman. Der Big Bagman ist für mich vor allem eine Traube mit Johannisbeerensaft und noch dunkle Beeren mit dabei. Ich finde, am dominantesten ist auch wieder die dunkle Traube, und ihr erkennt schon ein Muster. Traube ist da definitiv oft mit in der Top 10. Der SK Big Bagman, wenn es den als Darkblend geben würde, wäre der bei mir super, super oft am Start. Und manchmal verirrt sich auch ein kleines bisschen Virginia da in meinen Kopf. Selten. Aber beim SK bin ich, wie gesagt, immer noch traurig, und ich hoffe, 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 dass Shisha-Kartell irgendwann diesen Tabak nochmal als Darkblend rausbringt, dann wäre ich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr happy. Aber Big Bagman, Top-Sorte. Platz Nummer 5, der Aino Great Match. Ein Grapefruit- und Physalis-Tabak. Die Grapefruit von Aino kennen wir schon von dem Darkblend Grapefruit, und das in Kombination mit Virginia, aber noch mit dem kleinen Twist von der Physalis. Das sind diese orangenen kleinen Beeren mit den Blättern, die oft an den Cocktails hängen. Kennt man, denke ich, relativ selten zum Essen. Macht sich aber extrem gut noch bei dem Grapefruit-Tabak mit dazu. Ist eine geile Kombi, ist ein schöner, spritziger, frischer Tabak, also auch optimal für den Sommer. Platz Nummer 4, wo wir ja noch viel zu wenig Traube auf dieser Liste haben, ein Klassiker, den Grape 2 von Holster. Der ist jetzt fertig, das heißt, man braucht theoretisch keinen Shot mehr, es gibt auch irgendwie fast keine Shots mehr. Es ist so eine weirde Mischung aus einem Cooling und einer echten Minze. Ich fand den früher noch deutlich geiler, aber der ist immer noch grundsolide. Und Traube ist für mich so ein Flavor, also wer nicht einen Traubetabak daheim hat, das ist eine Kernverwirrung für mich fast. Also bei mir muss auf jeden Fall immer Traube am Start sein, auch wenn ich früher viel mehr Traube geraucht habe, als ich es heute tue. Aber der Grape 2, ein verdienter Platz Nummer 4 und ein Grundpfeiler, den ich persönlich immer daheim haben möchte. Freunde, bevor wir zu der Top 3 kommen, eine kleine Bitte. Einen Daumen nach oben auf dem Video, ein Abo bei dem Kanal und einen Kommentar mit eurer persönlichen Top 3, Top 5, Top 10. Würde dem Video helfen, würde mir unglaublich helfen, kostet euch nur eine Sekunde, würde ich mich riesig drüber freuen. Dickes Dankeschön. Kommen wir also zu der Top 3, und da ist tatsächlich der nächste Aino am Start. Bevor ich euch erzähle, welcher, erstmal einen Zug.
Und zwar ist es einer der neuesten Flavor von Aino und auch einer, von dem ich noch hoffe, dass er als Dark Blend kommt, weil ich die Sorte so unglaublich feiere, ich aber gerne mehr Nikotin von einem Dark Blend hätte. Es ist der Ciro. Eine der neuesten Sorten von Aino, ein Tabak, den es früher schon mal von einem anderen Hersteller gab. Den Ghetto Cola ist also ein Cola- und Birne-Tabak. Er ist nicht genauso wie der Ghetto Cola, er ist aber schon ziemlich nah dran. Und Ghetto Cola war ja auch unglaublich beliebt, kam aber nie zurück. Und dann hat uns Aino jetzt den Ciro gegeben. Und dann bin ich auf jeden Fall wieder sehr, sehr happy. Und wie gesagt, ich hoffe auch der noch als Dark Blend, bitte. Platz Nummer 2. Machen wir direkt weiter mit einem Aino und vermutlich eine meiner meistgerauchten Aino-Sorten überhaupt, und zwar der Black Ice. Ich rauche eher seinen großen Bruder, den Black, das ist dann die Dark Blend-Variante, vom Geschmacksprofil sehr, sehr ähnlich, nur dass beim Dark Blend, der ein bisschen stärker ist, dann auch noch ein bisschen mehr Grundtabak mit dabei kommt. Ein Brombeer- und Eistabak in absoluter Perfektion, für mich ein überragendes Brett und muss bei mir immer am Start sein. Und dann der Platz Nummer 1, der für viele eher der Platz Nummer 0 ist und alles drunter eins hochrücken kann. Aber Freunde, das ist ein Virginia, den ich tatsächlich verdammt oft noch rauche. Maybe die einzige Virginia-Sorte, die ich fast daily aktuell rauche. Es ist der Revoshi Deb Strong. Ein Doppelapfeltabak. Ich habe gerade eine geisteskranke Doppelapfelphase, die jetzt schon ein bisschen länger geht. Und deshalb kann ich nicht anders, als den Virginia-Tabak, den ich am meisten rauche, auf den Platz 1 zu packen. Und das ist der Revoshi Deb Strong. Kuss fürs Zugucken, schreibt mir gerne eure Top 10 unten in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.